freue mich, wenn ich in den Sommerurlaub fahre und den Kerl mal nicht sehe. Wollt ihr auch ein Eis? Ja, Eis. Dreimal Schokolade, bitte. Schön. Oh, danke. Säumst, doch nicht im Urlaub. Mensch, Ricke, was machen Sie denn hier? Urlaub und Sie? Ja, ich bin doch jedes Jahr in Jüst. Ah, kommen Sie, ich helfe Ihnen. Was würden Sie nur ohne mich machen? Ach, Mann! So ist gut. Lassen Sie mich mal durch. Ah. So, jetzt kann der Urlaub beginnen. Ja, ja, den hätte ich mir anders vorgestellt. Aber komm, sonst rutschen Sie mal zu. Den Platz haben Sie sich ausgesucht? Ist doch schön. Blick aufs Meer. Ja. Boah, so, ich sag Ihnen, also wirklich, wenn Sie sich die Meldung der letzten Tage wieder angucken, ich habe zwar gesehen, Steuereinnahmen gehen runter, ich bin wirklich, dann die ganzen anderen Meldungen, Arbeitsmarkt, und dann gucken Sie sich für die nächsten Jahre an, sieht doch auch nicht besser aus. Sie müssen, ich verstehe gar nicht, dass Sie hier sind, was, Sie müssen doch rechnen. Ach, Ricke, immer dasselbe, ganz ruhig. Wir haben doch unser Konzept aufgestellt, durchgerechnet. Wir wissen, wie wir die Rezession überwinden und die Wirtschaft wieder nach vorne bringen. Ah, ich glaube, da hilft nichts. Ich muss Ihnen das, glaube ich, mal irgendwie noch mal ein bisschen bildlich verdeutlichen. Ach, haben Sie Ihre Bauklötzchen wieder mitgebracht? Nein, Solms. Eine Schaufel. Passen Sie mal auf. Schwecke, hören Sie auf. Sie kriegen ja noch einen Bandscheibenvorfall. Was wollen Sie mir eigentlich zeigen mit diesem Loch? Also sonst erstens, Bandscheibenvorfall hätten Sie gekriegt, wenn ich Sie hätte schaufeln lassen. Zweitens, das hier. Das ist das tiefe Schuldenloch, in dem die Bundesrepublik Deutschland steckt. Letzte 11 Jahre gegraben hier mit roten Schaufeln. Und Sie, Sie wollen jetzt auch noch, ist ja so unglaublich, Sie wollen jetzt auch noch Steuern senken. Geht doch gar nicht. Ach, Ricke, nun kommen Sie mal raus hier. Ach, ich zeig Ihnen das. Machen Sie mal sonst. Ach. Hier haben Sie Ihr Schuldenloch, ja? Ja, unser Schuldenloch von ganz Deutschland. Genau. Schwarzarbeit verhindert. Ja. Weniger für Entwicklungshilfe für Länder, die es nicht brauchen, wie China. Wir müssen die Bürokratie reduzieren. Mhm. Es gibt viele Möglichkeiten, wie die Staatsausgaben reduziert werden. Subventionen. Subventionen abbauen. Ja. Sie haben das ja richtig gelernt mit den Ausgaben. Aber alleine reicht das nicht. Nein, das ist nur ein Teil. Der zweite Teil ist, wir müssen dafür sorgen, dass alle Menschen in Deutschland sich daran beteiligen, dass dieses Loch wieder gefüllt wird. Und da brauchen Sie Ihre Steuerreform. Dazu brauche ich die Steuersenkung, damit die Arbeit für die Menschen sich wieder lohnt. Bin ich mal gespannt, wie wir das hinkriegen. Das werde ich Ihnen jetzt auch gleich zeigen. Sehen Sie mal, Fricke, das Loch ist voll. Mhm. Wenn viele mitarbeiten, wenn sich die Arbeit für sie lohnt und sie Spaß an der Arbeit haben, dann lassen sich auch die größten Löcher wieder füllen. Darauf kommt es an. Habe ich verstanden sonst, aber das ist ein ganz schönes, hartes Stück Arbeit für uns alle. Daran müssen wir jetzt alle anpacken. Das ist das Entscheidende. Solms, geben Sie mir mal die Schaufel. Packen Sie mal an. Da ein Loch. Meine Kinder wollten nämlich in dem Loch, das ich gebuddelt habe, spielen. Ach, ja, dann gehe ich aber lieber Eis verkaufen.